Hallo Grillfans, willkommen auf meinem Grillkanal Barbecue mit Sascha. Heute machen wir nochmal ein Curry. Nachdem mir beim letzten Mal gesagt wurde, was ich alles falsch gemacht habe, versuche ich jetzt alles richtig zu machen. Und das nächste ist, ich gehe auch noch an den Grill und mache das im Dutch Oven. Wie das genau gemacht wird und was da alles drin ist, zeige ich euch nach der nächsten Maus. Also, ich habe hier geschnittene Paprika. Hier habe ich so in Würfel 2x2 geschnitten. Darunter habe ich gelbe Zucchini. Habe ich auch relativ grob gelassen. 3 rote Zwiebeln. Eine Dose Erbsenmöhren kommt da rein. Ohne Saft. Erdnussöl. Kokosmilch. Für den feinen Geschmack Erdnussbutter, Leute. Currypaste. Und ein bisschen Schweinefilet. Dutch Oven, welch ein Fauxpas auf dem Gasgrill. Hat den ganz einfachen Hintergrund, ich habe meine Kohlen verlegt. Sie sind noch im Laden. Ich habe vergessen, neue zu kaufen, nachdem ich die letzten aufgebraucht habe, weil ich den hier ja getestet habe, wie ein großer. Gut, kann passieren. Das heißt, schön hier drauf. Ich habe den jetzt mal eben auf 300 Grad erhitzt mit allen 4 Brennern zusammen. Die haben jetzt alle so ein Drittel, vielleicht Hälfte Leistung. Das habe ich jetzt gemacht, um das Fleisch anzubraten. Den Dutch Oven habe ich auf eine gusseiserne Platte gelegt. Dann zieht er da konstante Hitze durch. Dann geben wir einen guten Schuss von dem Erdnussöl da rein. Und das Fleisch. Ich mache mir dabei eine Ecke frei. Da kommt dann direkt die Currypaste mit rein. Die lassen wir schön mit anrösten. So, röste das Ganze jetzt so ein bisschen. Paste wie ein Tomatenmark schön auf den heißen Boden anrösten lassen. Um dem Ganzen ein bisschen mehr Bums zu geben, machen wir einen Deckel drauf. Der Currypaste kann noch was. So, dann geben wir schon die Zwiebeln dazu. Die legen wir auf das Fleisch drauf. Aktuell halte ich die Temperatur so hoch, damit das Fleisch vernünftig anbraten kann und die Gewürzpaste ihr richtiges Aroma entwickelt. Gleich wird das Ganze runtergedreht, ich sag mal so auf 150 bis 170 Grad. Das ist das Schöne, in dem Grill hat man eine Raumtemperatur, das heißt, man hat von allen Seiten gleich Hitze. Das ist genau das, was ich eigentlich für das Curry brauche. Dann kommen die Paprika und die Zucchini dazu. Und die Erbsen. Das Curry, wie ich es hier mache, ist natürlich eine sehr deutsche Version. Ich habe Erbsen und Möhrchen reingetan statt Kichererbsen, aber ich denke, das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Nicht alles, was in Indien gegessen wird, schmeckt mir, muss ich dabei sagen. Ich esse es auch sehr mild. Wenn man dieses indische oder Thai-Curry sich mal nimmt, da geht einem ja am ersten Mal die Zunge fliegen. Danach geht einem der Hals fliegen, danach geht einem der Magen fliegen, Darm und den Rest, da reden wir nicht weiter. Deswegen von meiner Seite aus ein recht mildes Curry. Das muss sein. Sind die Farben nicht phänomenal? Ich habe das Ganze jetzt durchgerührt. Wir haben schon den Punkt erreicht, es ist alles warm. Das heißt, ich werde jetzt die Kokosmilch dazu packen. Und die Erdnussbutter. Ich habe mich bei der Kokosmilch für die halbfeste entschieden. Halbfest deswegen, die hat also einen höheren Flüssigkeitsanteil als die Feste. Die Feste ist ja wie eine Creme. Die hier ist tatsächlich wie eine dicke Milch. Dann die Erdnussbutter. Da wollte ich jetzt eigentlich einen gehäuften Teelöffel reinmachen. Aber hier ist nur noch
Klatsch drin, den packe ich jetzt noch dazu. Also sagen wir, es ein Esslöffel ist. Deckel drauf. Noch ein Deckel drauf. Und jetzt können wir das Ganze ein wenig runterdrehen. Ich mache die mittlere mal auf die ganz kleine Flamme. Mit dem heruntergeregelten Grill müssten wir jetzt bei 150 bis 170 Grad landen. Wenn es ein bisschen mehr ist, muss ich ja noch was nachkorrigieren. Jetzt lassen wir das Ganze köcheln, ziehen und dann schauen wir mal weiter. So, nicht nur, dass ich vergessen habe zu pfeffern und zu salzen, nein, ich habe auch noch vergessen zu filmen, dass ich gepfeffert und gesalzt habe. Also, ich habe 4 gute Prisen Salz reingetan und circa einen Teelöffel Pfeffer. Ich werde das nachher mal probieren und im Zweifel dann noch nachwürzen. Und dann hoffentlich mit Kamera. So, eine Dreiviertelstunde später, das sieht schon sehr gut aus. Das kommt, glaube ich, auf der Kamera gar nicht so gut raus. Es hat eine richtig schöne orange Farbe. So, die mittleren beiden Brenner habe ich jetzt auch ausgemacht. Das Essen kocht, oder beziehungsweise köchelt. Im Grill selbst sind immer noch über 200 Grad. Jetzt, wie gesagt, nur die äußeren Brenner an. Da weiß ich, dass wir dann knapp unter 150 Grad liegen. Der Topf hat ja mittlerweile auch seine Temperatur. Die hält er ja auch eine ganze Zeit. Wahrscheinlich könnte ich jetzt sogar ausmachen und mit der Resthitze kochen. Wir schauen mal. Das sieht fantastisch aus. Und das riecht. So. Dann nehmen wir uns mal ein Häppchen. Also, 2 Stunden hat es geköchelt, gekocht, gar geworden, wie auch immer. Es hat jetzt Zeit gehabt, richtig lecker zu werden. Ja. Also, das ist richtig geil. Also wirklich so. So richtig geil. Wenn euch das Video genauso gut gefallen hat, wie es mir gerade geschmeckt hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Ansonsten sagt mir, was euch nicht gefallen hat. Hat beim letzten Mal ja hervorragend geklappt. Ich habe versucht, alles umzusetzen. Wenn ich jetzt irgendwas nicht gemacht habe, sagt mir kurz Bescheid, was es war. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche Donnerstag.